Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Tales of Symphonia. Sag mal, Rain, mit dir ist was nicht in Ordnung, oder? Ah, hier, hi. Genau, und jetzt heilt Rain wieder. So muss das. Passiert schon. Damn it! How could you idiots allow these inferior beings to defeat you? Komm, darf ich dich jetzt auch töten? Fine. I'll take care of you myself. I'll put an end to the Chosen. Right along with you fools who can't let go of your elven blood. You really think you're gonna live through this? Watch this! Eruption! Are you okay? Alter. Don't overdo it. First aid. Are you okay? First aid. No use. Take this. No way. No use. Demon Fang. Are you okay? First aid. Demon Fang. To inferior beings. No. Away. Are you okay? Sonic Double Demon. Sonic Double Demon Fang. Are you okay? Sonic Double Demon Fang. So. Pancake time. Here we go. Are you okay? Double Demon Fang. Demon Fang. Windblade. Photon. Tate. Sword Rage. Are you okay? Demon Fang. Flame Lance! Orangengel. There, Hell Axe! Ready? Back it forward, Demon Fang! Demon Fang! Hound! Wir sollten vielleicht auch nicht alle gleichzeitig von vorne angreifen. Don't overdo it! First aid! First aid! Tempest! Hell Axe! Demon Fang. Ready? First aid. No way. Don't overdo it. Are you okay? First aid. Sword Rain. Tempest. Sonic Thrust. Are you okay? First aid. Flame Lance. Guardian. It's pointless. Are you okay? First aid. It's pointless. Sword Rain. No way. Work. Ow. Are you okay? Demon Fang. Thanks. Work. Shoot him. Are you okay? Take this. First. So, Reut, setz mal Apfelgel ein und. Shoot him. I lost to a bunch of kids. Yes. You picked the wrong guy to mess with. Erfahrungsgemma. Titel Schwertmeister. Titel Hexenmeister. Titel Schwertheiliger. Nice. How? How could a superior half-elf like me? It's because you are a fool, Magnus. Crucius has accepted Colette as the Chosen. What? That's right. Colette is going to regenerate the world. We're not going to lose to someone like you. So, you're... Then... I was deceived. Lloyd!
Damn it! This should allow the people imprisoned in the ranch to escape. What about the X-spheres implanted in them? Without key crests, it's only a matter of time before they go out of control. Can't we just take the X-spheres off of them? It's dangerous to attempt to remove an X-sphere lacking a key crest. I would imagine only a dwarf could handle it. Then we can ask Dirk to do it. Yeah, let's contact my dad. We can work out the details later. Right now, I'm going to program this place to self-destruct. Ready? Are you serious? Rain, if you do... At the very least, we'll deal a major blow to the Desaian stranglehold over this region. If we're going to strike them, it should be thorough and decisive. Rain? Remember, Genus, we're not like them. We're different. I've set the self-destruct timer for 10 minutes. Let's hurry and evacuate. Na toll. Oh, bitte lass mich das nicht laufen müssen. I must inform for sisters. Well, I can. I have a slight problem with you contacting Lord Forcestus. He'd realize what I'm trying to do. Rodial! You deceived me! There was no order to eliminate the Chosen, was there? Collecting gold for me, attempting to eliminate the Chosen for me? You've been quite useful, Magnus. Farewell! I hope you enjoy the afterlife! Damn it! Lord Yggdrasil! Glory to the coming age of half-elves! Puff. Oh gut, ich bin raus. Was ist mit den Gefangenen geschehen? Wir haben sie alle nach Palma Costa gebracht. Okay, Neil. Mach, dass du hier rauskommst. Beeil dich. Was? Es wird gleich explodieren. Ja, besser ist, ne? Okay. Bowsers Festung in Paper Mario 64 ist spektakulärer in die Luft geflogen. Ich dachte, ich müsste sterben. Ich bin froh, dass es allen gut geht. Was mit Chocolate? Ich glaube, sie ist auf eine andere Farm gebracht worden. Verstehe. Wenn nur noch nichts geschehen ist, kann sie immer noch gerettet werden. Ja, sobald ihr wisst, wo sich Chocolate befindet, teilt es mir bitte mit. Auch Dor wollte sie retten. Okay, ich schwöre, wir werden sie finden. Die Gefangenen tragen sogenannte X-Spheres in ihren Körpern. Es ist gefährlich, sie in ihrem derzeitigen Zustand zu belassen. Du musst in meinem Namen einen Brief an einen Zwerg namens Dirk schreiben, der in Iselia lebt. Ich bin sicher, dass er euch hilft, sie zu entfernen. Dirk in Iselia. In Ordnung. Dann werde ich zurück in die Stadt gehen. Bitte kommt uns wieder einmal in Palma Costa besuchen. Ja, da kommst du, glaube ich, nicht mehr rein. Ach, das war der Hinterausgang. Ja, gut. Ah, jetzt geht auch dieses Scannen nicht mehr. Macht das Sinn? Magnus. Was hast du, Lloyd? Seine letzten Worte kommen mir seltsam vor. Du meinst, weil er sich getäuscht fühlte? Ich frage mich, wer oder was ihn getäuscht haben kann. Das werden wir wohl nicht herausfinden können. Oh, ich weiß es! Was weißt du? Magnus ist auf die Schwindler, die sich als uns ausgegeben haben, hereingefallen. Ah ja, das würde einen Sinn ergeben. Nein, würde es nicht. Wenn das der Fall gewesen wäre, wären die Schwindler bereits tot. Genau wie Rain es gesagt hat. Das werden wir nicht herausfinden. Und Magnus ist tot. Sollte uns das nicht reichen? Ja, ich denke schon. Und doch habe ich gedacht, wir hätten es herausgefunden. Colette ist einfach ein bisschen dämlich. Meine Fresse ist die dämlich. Wollte gerade schon aufgeben, den Gegner anzugreifen.
overdo it. Are you okay? First aid! Sonic thrust! Just as I expected. So, ah, was mir aber gerade einfällt. Erfahrungsfähigkeiten Level 2. Vermindert den physischen Schaden durch Gegner mit geringer Genauigkeit. Beweglichkeit im Kampf erhöht maximale KP. Beweglichkeit in Städten und Dungeons. Boah, nehmen wir mal mit. Komm, du kriegst auch noch eine. Gehen wir durch Drücken von R verhöhnt. Ich hoffe, dass das auch automatisch funktioniert. Reinforcement, huh? Tiger Blade! Get him! Tiger Blade! First aid! Tiger Blade! Never had a chance. Lloyd eignet sich Verbund-Erfahrungsfähigkeit an. Kratos eignet sich Verbund-Erfahrungsfähigkeit an. Weiß. Was erhöht Stärke, erhöht die Wirkung. Weiß. Was ist das denn? Das kritische Treffer zu landen. Okay. Warte mal, ich habe doch auch Titel erhalten, ne? Wir schüttern die Welt und lassen die Bösen. Nachwuchs auserwählt. Schwertmeister. Primus, Hexenmeister. Intelligenz habe ich 136 gerade. Archäologen-Tick. So, Synopse. Wo muss ich jetzt hin? Wahrscheinlich, weil ich jetzt einen Passierschein habe, kann ich jetzt durch den Harkonnesia-Pass durch, oder? One fight after another. So, Rain muss sich da mal wieder auf Schonen setzen. Ja, komm her, du. Rain. Wow, ich kritte ganz schön oft. Ah, shit. Was that a bit too much? Was that a bit too much? Geh dann erstmal ins Haus des Heils hier drüben. Oh, jedes Mal. Ich wüsste gerne, wo ich mal wieder meine Grade gegen Erfahrungsgemmen eintauschen könnte. Oder geht es nur in der Wüstenstadt da drüben? Du bittest mich um die Spiritua-Statue? Ich weiß, es ist eine dreiste Bitte, aber es ist zugunsten der Welterneuerung. Bitte, Vater. Diese Statue ist wunderbar, findest du nicht auch?
Wenn du zu ihr betest, werden deine Gefühle sogar noch stärker. Bringt mir die Statue her. Ich bitte um Verzeihung? Die Spiritua-Statue ist nur eine Kopie, die ich hier aufgestellt habe. Was? Wovon sprichst du da? Ich habe die echte Statue letztes Jahr auf meiner Pilgerreise verloren. Die Pilgerfahrt ist die geistige Schulungsfahrt der Kirche von Martel, oder? Aus welchem Grund sollte man die Statue mitnehmen? Der Heiligenschein auf dem Kopf der Statue besteht aus einem Diamanten. Wir nehmen sie immer auf unsere Pilgerfahrten mit, damit sie nicht gestohlen wird. Letztes Jahr nahm ich wie immer die Statue der Spiritua mit auf die Reise. Dieses Mal auf die Insel Toda. Dort ist sie mir leider aus Versehen in den Geysir gefallen. Warum hast du sie an einen solchen Ort mitgenommen? Es tut mir so leid. Ich war so ergriffen, als ich den Geysir das erste Mal sah. Als ich es merkte, war die Statue bereits auf die Felsen auf der anderen Seite des Geysirs gefallen. Verzweifelt wie ich war, habe ich einen Zwerg bezahlt, der in Iselia lebt, und habe ihn eine Kopie von der Statue anfertigen lassen. Oh, das muss Dirk gewesen sein. Das ist eine sehr gute Arbeit, so wie man sie von Dirk erwartet. Paps, was machst du bloß für Jobs? Und nun, was sollen wir jetzt tun? Glaubst du, die Kopie wird den alten Mann täuschen? Das ist unwahrscheinlich. Es ist zwar eine gute Kopie, aber eben eine Kopie wie auch der Diamant. Wie wäre es, wenn wir nach der echten suchen würden? Es ist ganz schön weit nach Toda. Der felsige Bereich befindet sich zudem auf der anderen Seite des Geysirs, oder? Ja. Ah, ich hole sie. Ich hole sie! Aus einem Geysir schießt heißes Wasser, das ist gefährlich. Oh, ja. Du bist dumm, Lloyd. Ich wette, du hast alles vergessen, was wir in Erdkunde gelernt haben. Halt den Mund! Traurig. Wenn wir den Geysir stoppen könnten. Ich habe gehört, dass der Eruptionszyklus des Geysirs von Toda recht kurz ist. Ich frage mich, ob wir ihn irgendwie verschließen können. Das ist es! Janice verschließt ihn mit Magie. Mit Magie? Wie denn? Bedeck ihn mit Eis oder so. Okay, ich versuch's. Was wärt ihr nur ohne mich? Zwergenregel 1. Arbeitet gemeinsam im Sinne einer friedlichen Welt. Wir zählen auf dich, Herr Oberzaubergenie. Achso, ja. Ausruhen. Dann ruhen wir uns mal aus. Und schau nochmal in die Synopse. Die Spiritua-Statue. Auf einer kleinen Insel südöstlich des Kontinents. Ach ja, ich seh's. Da kommen wir vielleicht von Palma Costa hin. Also da jetzt senkrecht unter mir wird es die Insel sein, denke ich mal. Also Palma Costa ist die einzige Hafenstadt. Ich wüsste nicht, wie man sonst dahin kommen soll. Gut, dann speichere ich mal. Und google mal, wo ich meine gerade gegen die Erfahrungsgemme eintauschen kann. Ja, und dann bedanke ich mich bei euch mal wieder ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ach, Mist. Chocolate hat uns verlassen, bevor wir ihr erklären konnten, was wirklich geschehen ist. Aber was sie gehört hat, war doch die Wahrheit. Aber es war die Schuld der Designs, nicht deine. Inkompetente gute Absichten führen immer zu einer Tragödie. Was sagst du da? Wenn du das Richtige tun willst, benötigst du die Stärke, die nötig ist, das Ziel zu erreichen. Und die fehlte dir. Du warst zu schwach. Wie kannst du so etwas sagen? Janice ist es schon gut. Ich gebe es nicht gerne zu, aber Kratos hat recht. Ich werde nie vergessen, was ich damals gefühlt habe. Ich werde nie vergessen, dass Marble und die Bewohner des Dorfs ihr Leben verloren haben. Ja, so ist es. Stärke ist mehr als nur körperliche Kraft. Die Stärke vergehen zuzugeben, die Stärke sich an sie zu erinnern. Genau diese Stärke musst du besitzen. Gut, und damit bedanke ich mich dann mal wieder ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.